So, dann machen wir noch eine Aufnahme. Aber danach wollte ich noch gern was anderes spielen. Also dann kommt das Essen und dann kurze Pause, essen wir was entspannt und dann weiter. Schaut euch die Mütter der Töchter an. Das ist korrekt. Witzig ist aber, bei meiner langjährigen Beziehung hast du genau gesehen, dass sie nach ihrer Oma kommt und nicht nach ihrer Mutter vom Aussehen. Die ist mich so total aus dem Kader rausgefallen, sei ihren Eltern nicht besonders ähnlich. Oh, ja. Alter, wieso? Ich glaube, alle gelacht im Hintergrund. Ich habe Vega eigentlich nur geholt, weil er so freundlich aussieht auf seinem Bild. Ah, ist das nicht charmant von mir? Ich habe jetzt wo wir vorhin kurz über Dating geredet haben. Eigentlich habe ich meinen Klon kennengelernt. Kann ich aber nicht drüber reden, könnt ihr zuhören gerade. Falls ihr überprüft, ob ich gerade am Stream bin. Frau soll ich ja nicht zu sicher sein. Man hat sich noch nicht getroffen, deshalb. Deshalb ist nur alles offen. Ich sehe mal so, also bevor man sich getroffen hat, ist eh immer noch schwierig, weil ja, kann sein, dass man schon so ein bisschen vibet, aber letztendlich triffst du die Person und dann stinkt die halt, weiß nicht, wie Gulli. Aber so ganz viele Ansätze in den Gesprächen zeigen halt irgendwie schon, dass man sich so ein bisschen ähnelt. Jetzt nicht Zocki-technisch. Zocki-technisch habe ich jemand aus Köln kennengelernt. So ein bisschen geschribbelt. Die gefühlt rund um die Uhr zockt und eine Instarella ist. Instarella ist immer so ein fieses Wort. Also die auf Instagram mal eine Zeit lang ziemlich aktiv war. Mit einem internationalen Profil, aber inzwischen wohl nicht mehr so. Mir ist aber sowas ja nicht wichtig, wisst ihr ja. Ich suche niemanden, der so viel zockt wie ich oder sonst irgendwas in die Richtung macht. Unglaublich. Ach, Zwettler rettet uns wahrscheinlich. Und das in Unterzahl. Für mich war das Spiel gelaufen, sobald wir in Unterzahl sind. Aber irgendwie, das Spiel hat anderes mit uns vor. Kennt ihr dieses, du darfst nicht zu gut in der Saison spielen, weil sonst steigst du auch nochmal auf und dann hast du ja richtig an der Arsch. Also hast ja richtig die Arschkarte. Dann kommst du überhaupt nicht mehr hinterher mit dem Kader auffüllen.
Guten Abend, mega ungenau. Habe ich englische Woche? Was ist das denn? Türkgücü München? Gibt's den Verein? Muss es ja wirklich geben. Das ist ein rein türkischer Fußballverein aus München? Das habe ich noch nie gesehen oder gehört. Also nicht, dass ich jetzt dagegen bin oder sowas, aber das wirkt so merkwürdig. Namen Drasogor. Ich glaube, der Verein spielt in der dritten Liga. Ja, wir sind ja gerade in die dritte Liga aufgestiegen. Macht ja dann schon Sinn. Habe ich doch gerade gemacht, einen Spieler schicken. Meine Güte. Ich kann es gerne für Würzburg sein. Also wenn wir gegen Würzburg spielen. Regensburg. Ach, da wo früher der Firmensitz war von uns. Also der Hauptfirmensitz meines früheren Arbeitgebers. Naja, ich lasse im Hintergrund Downloads laufen, weil es wieder so viele Updates gibt, weil ich 2 Tage den Rechner nicht anhatte. Du hast noch eine Bande übrig. Dann werde ich auch nochmal einen Bandensponsor suchen. Wir haben wieder ein bisschen Fitnessvorteil.
Wir machen jetzt keinen riesen Aufriss. Immerhin kann ich nicht immer gewinnen. Das wäre ein Wunder. Okay, die haben Stärke 8 bis 10. Ich werde es auch nicht mehr reinhauen, weil es nur die Fitness kaputt macht. Und wir haben noch ein zweites Spiel die Woche. Dann lieber darauf konzentrieren. Was habt ihr denn für eine Teamstärke? Ach, kann ich nicht sehen, weil... Kann man es hier überhaupt sehen, eine Durchschnittsstärke? Manager? Trainer? Verein vergleichen. Ja, den Marktwert vom Team kann ich sehen. Ah, krass, dass dann so ein Verein hier ist. Die haben weniger Bankguthaben als ich, weniger Marktwert und weniger Mitarbeiter. Die hatten wahrscheinlich auch nur Glück bei der Losung bis jetzt. Weil die haben nicht keinen viel stärkeren Kader als wir. Warum hast du kein Trainingsziel, Vega? Warum bin ich doch nicht schwach? Human Resourcing Abteilung ist unterbesetzt. Von der Mannschaft hast du noch nie was gehört, die spielt dritte Liga. Wurde gerade auch schon mal erwähnt. Ein 10-Sterne-Torwart und du bekommst keine Tore mehr, keine Tore reingedrückt. Der Torwart entscheidet alles am Ende. Ja, aber trotzdem kriegst du ja einen rein, wenn du 30 Chancen hast gegen dich, weil du sonst niemanden hast. Aber ich will den Svetler weiter fördern.
Der ist erst 20 Jahre alt. Weil eigene Jugendarbeit. Der hat auch keine Schwächen oder sonst irgendwas. Oder? Kann sein, ich die letzte Schwäche gerade austrainiere. Ne, Schwächen hat er keine mehr. Der trainiert nur noch positive Effekte. Kommt schon, ey. Kann nicht sein, dass ihr jedes Mal die Ansage so extrem habt. Du warst... Wie häufig habe ich jetzt schon eine rote Karte bekommen, seitdem ich in der Liga bin? Ich glaube, in 2 von 4 Spielen habe ich jetzt eine rote Karte bekommen. Absolut grundlos. Vielleicht mal eine Woche unter Überzahltraining. Unterzahl-Überzahltraining. Der Vereinsname ist total einfach, das ist nämlich Türkgücü München. Super easy. Tut mir leid, ihr müsst noch eine Woche Fitness machen. Warum tut mir das eigentlich leid? Weil die Kondition ist nicht gut mit 78. Im Durchschnitt, das ist zu wenig. Ich weiß, es ist ein Jugendspieler von mir, aber der wird nie super sein. Den werde ich bestimmt auch nicht los auf der Position.
Regnet es bei dir auch den ganzen Tag? Es hat zwischendurch geregnet hier, Marv. Willst du in den Drittliga-Verein spielen, nachdem du für Manchester City gespielt hast? Klar, warum nicht? Alles cool. Ah, linker Außenstürmer und rechter Außenstürmer wurde übrigens hier vertauscht. Ist der falsche Wert hinterlegt. Hier ist nämlich linker Außenstürmer drin. Aber links habe ich doch den Kefkir. Naja, wird das alles zu teuer. Das wird alles viel zu teuer. Also irgendwie spinnt die Suche. Ach so, weil ich die Nebenposition gemacht hatte. Ach, Entschuldigung. Ich habe falsch geguckt. Ich habe Nebenposition angepasst und nicht Hauptposition. Deshalb war die Liste immer was anderes. Was nicht schlimm ist, ist ja trotzdem die richtige Position. Also es ist nichts kaputt hier. Ich habe falsch geschaut. Tut mir sehr leid, wollte den Entwickler jetzt nicht schlecht reden. War mein Fehler, gebe ich auch gerne zu bei sowas. Die Fans können die Saison kaum erwarten. Wieder ein bisschen mehr Umsatz und mehr Besucher. Und obwohl es regnet, wir haben so einen breiten Kader. Haha. Hahn veranstaltet einen kleinen Abend für die Neuverpflichtungen, damit sich alle besser kennenlernen. Pokalrunde gegen VfL Osnabrück. Wäre total super, da ich einfach stärkentechnisch so viel schlechter bin.
Du bleibst weiter schwer verletzt. Ach Leute. So, Zwettl, du bist heute unüberwindbar. Du wirst auf jeden Fall deinen Tag haben und ein Tor schießen. Felix Webers wird auch dein Tag. Und sonst viel Glück. Extra Motivation gibt's für die Halbzeit. Die werden wir auch brauchen. Ach, noch so einen richtig starken für den Sturm wäre nicht schlecht. Tja, was soll ich machen? Kann nichts machen. Gleich ein bisschen auswechseln. Das bringt mir nichts. Ja, es schwächt, aber was soll ich mit einem Spieler, der keine Fitness mehr hat auf dem Feld? Wird mich auch nicht voranbringen. Männer, was soll ich zur ersten Halbzeit sagen? Das war wie Spaghetti ohne Soße. Da brauche ich nicht zum Italiener. Die kann ich mir auch zu Hause machen. Obwohl einige von euch die Dinger wahrscheinlich durchbrechen und gleich ins kalte Wasser schmeißen. In der zweiten Halbzeit erwarte ich ein Gourmet-Essen von euch, damit das mal klar ist. Auf Mittelfeldraute umstellen. Was? Ich werde jetzt nicht alles umstellen. Noch gibt's ja Hoffnung. Siehste, Hoffnung ist immer da. Tja. Und so schnell geht Hoffnung auch wieder kaputt. Krieg gleich eh eine gelb-rote Karte. Ich sehe es schon kommen. Dropkick-Tor! Gut, dass ich dich auf die Transferliste schon gesetzt habe. Nein, ich glaube, Platzdeck wollte ich gar nicht verkaufen. Für den Engelmann kriege ich vielleicht noch ein Upload-Ei.
Aber es ist schön, wenn wir die erste DFB-Pokalrunde bekommen, also schaffen, weil wir bekommen ein bisschen mehr Geld. Durch die Fernsehrechte. Ach, wundervoll. Nimm das, Osnabrück. Alles dank Halbzeitrede. Der Rot-Weiß Essen in Runde 2. Aus, aus, aus! Gegen ersten FSV Mainz. Unrealistisch, HSV hat 5-0 gewonnen. Das ist halt nur eine Statistik. Osnabrück ist machbar für einen Drittligisten. Du weißt ja nicht, wie die stehen. Also wie stark die jetzt in der Simulation hier sind. Nee, komm, für. Der spielt eine Saison, dann ist vorbei. Bam, 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 bam. Los. Ja klar, du bist ja auch 35, du machst noch ein Jahr das Ende. Guck mal, was du willst. So, und was wurde mir gesagt? Ich habe noch Bandenwerbung eine übrig.
Ups, bei Sponsor suchen. Gleich. Nur 84 neue Mitglieder. Dabei ist das gar nicht so schlecht. Haben wir schon schlechtere gehabt. Ach, Zwettler. Jetzt müssen wir auf den Ersatztorwart zurückgreifen. Der hat noch nie gespielt für uns. Gut, dass du dich nicht schwer verletzt hast. Obwohl, Hexenschuss okay. 14 Tage, was ein Müll. Also mir wurde vorhin gesagt, ich habe bei der Bannenwerbung noch was frei. So, du bist zurzeit Kondition 3. Was auch immer du in deinem... Ach so. Ist klar, warum der Kondition 3 ist. Der hat ja keinen Verein gehabt, der war vertragslos. Die habe ich nochmal von der Gosse geholt. Wie der Tag von allen. Oh, ich bin irritiert. Warum ist Hildebrand in der Innenverteidigerposition? Ach, ist auch egal. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen verletzten Innenverteidiger noch. Wie viel bekommt der Gossenjunge pro Jahr? 150.000 oder sowas. Budgetbelastung war jetzt nicht so hoch. Mit dir, weil deine Kondition auch noch nicht perfekt ist. So möchte ich auch aus der Gosse gerettet werden. Kannst du ja. Nur nicht von mir. Und du musst jahrelang vorher Fußball gespielt haben. Das war die allererste Chance für die. Aber sonst passiert in diesem Spiel auch nichts. Willst aber dann so spielen mit LAS, also links außen Stürmer vorne noch. Ach, du bist ja eh schon ausgemustert.
so nicht. Ach, mit Zerstör. Ich kann nicht mehr offensiver spielen mit der Taktik, die der macht. Also das Spiel zu zerstören. Tja. Was willst du machen? München macht sein Ding und ich stehe hier. Und hol mir noch ein paar gelbe Karten. Vor allem München. 9 gelbe Karten. Aber was haben die das eingestellt bei sich? Sei Judas. Wir gucken das einfach mal an. Nee. Ich will nicht 3,75 Millionen Ablösesumme zahlen an jemanden. Nein! Linkes Mittelfeld, zentrales Mittelfeld. Nee, kein Vorgespräch. Wir ballern jetzt nur das restliche Geld raus. Sie wollen nicht. So, du hast eine Schwäche. Bist eine Schwäche losgeworden. Machen wir dich noch ein bisschen kreativ. Na gut, dann nicht.
leider keinerlei Sinn, was du mir sagen willst. Warum willst du den Dreier-Innenverteidiger spielen? Wahrscheinlich, wenn der Wittek wieder fit ist. Tschüss, Gerico. Ja, du bist noch nicht durchtrainiert, also nicht konditionstechnisch. Guten Abend, Helmut. Ich muss erstmal gar nichts knacken. Vor allem nicht nach dem Aufstieg. Gritex, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe es schon häufiger gelesen, dass ich kein Pressing mehr trainieren soll, weil die nur langsam im Wert fallen. Ich trainiere gar kein Pressing. Wenn es so nach 3 Minuten schon anfängt, habe ich wieder das Gefühl, dass ich gleich direkt die rote Karte kassiere. Wo ist der Konter? Oh, ich höre, glaube ich, dass meine Pizza kommt. Ganz schlecht, weil wir gerade im Spiel sind. In der Partie. Ja, warum nicht? Nehmen wir ein paar gelbe Karten mit. Was willst du sonst machen? Jetzt kannst du den Hahn mit einsetzen. Ich rufe gleich wieder der Lieferant an. Wo ist die Tür? So häufig hier, ey. Weil wir 3 Eingänge haben. Deshalb bestelle ich extra immer nur bei demselben Laden, damit die wissen, wo die zu schellen haben. Sehr schön.
Nehmt das Erzgebirge Aue mit eurem merkwürdigen Logo. Doch, wir haben eine Hausnummer. Wo mein Vermieter die beste Idee hatte, der hat nämlich dann irgendwann ein Schild da gemacht für seinen Eingang, wo er wohnt, dass da die Hausnummer sein soll, beziehungsweise mit einem Pfeil dran. Wo alle denken, dass hier um die Ecke reingehen die Hausnummer wäre, wo ich wohne. Und ich habe mal mit dem darüber gesprochen, ob es nicht besser wäre, hier 6a, b, c zu machen. Da hat er gemeint, das ist vom Rechtlichen halt ganz doof, weil die anderen beiden Hauseingänge nicht an der Straße sind. Und deshalb kann man die wohl nicht als eine A, B oder sonst irgendwas deklarieren. Aber es ist nicht meine Baustelle.